Ja, es ist 11 Uhr. Stefan Schröder hier, Firma Schmitzer Z Consult. Damit starten wir in unser Release-Webinar zum Thema Backup Eagle Version 992. Durch das Webinar wird Björn Albers. Björn ist ja bei uns tätig in der Entwicklung, Training, Support und Pre-Sales schon viele Jahre als Experte bekannt. Ich werde im Chat begleiten, Stefan Schröder als ja auch Entwicklung, Training, Support, Pre-Sales, aber auch Geschäftsleitung. Das heißt, Fragen während des Webinars gerne in den Chat schreiben, dann werden wir versuchen, die direkt zu beantworten. Ja, das ist unser erstes Release-Webinar. Daher freuen wir uns natürlich auch über das große Interesse und wir planen für zukünftige Releases, das im gleichen Rahmen zu wiederholen und werden dieses Webinar auch aufzeichnen und anschließend auch bereitstellen, sodass alle sich nochmal vielleicht die Themen, die nochmal besonders beleuchtet werden sollen, auch nachträglich nochmal anschauen können und natürlich auch gerne teilen mit Kollegen oder anderen Interessierten im Bereich Backup Eagle. Ja, das soll auch schon genug gewesen sein zur Einführung. Damit starten wir auch direkt in die Veranstaltung und ich übergebe an den Björn. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, gerne im Chat. Und falls das dann größere Themen sind, dann können wir die auch gerne natürlich anschließend noch per E-Mail. So, Björn, du hast das Wort. Ja, danke Stefan. Ganz kurz noch vorab. Wir zeichnen das Webinar auch auf. Das heißt also für alle, die die erste Vorstellung jetzt gerade nur so halb mitbekommen haben oder die etwas später teilnehmen, die können sich die Aufzeichnung gerne im Nachgang noch angucken. Das wird dann auch per E-Mail, wird da ein Download-Link zur Verfügung gestellt. Ganz kurz zu mir. Ja, mein Name ist Björn Albers. Stefan hat mich ja schon ganz kurz vorgestellt. Ich arbeite jetzt seit fast 10 Jahren in der Schmitz RZ Consult als Entwickler, genauso im Support oder eben auch bei Produktvorstellungen. Man sieht mich auch gelegentlich mal auf Messen und jetzt darf ich hier das allererste Backup Eagle Release Webinar halten und Ihnen mal vorstellen, was wir so an neuen Features reingebracht haben. Wir werden nicht alle neuen Features behandeln können, aber die wichtigsten haben wir jetzt mal rausgesucht. So, darum geht's. Ich habe es direkt jetzt ganz kurzfristig nochmal an den Anfang gepackt. Der Veeam 12 Support. Da werde ich gleich was zu sagen, wie wir Veeam 12 mit Backup Eagle unterstützen, ob das mit der aktuellen Version möglich ist oder was wir da tun müssen. Björn, ich muss kurz mal unterbrechen. Ich sehe jetzt noch den Adler, aber noch keine Folie. Du siehst noch keine Folie, stimmt. Ich habe meinen Bildschirm pausiert. So, Ah, ja, so, genau. vielen Dank. Ja, das wäre schlecht gewesen. Gut, okay, also Agenda. Veeam 12 Support fangen wir mit an gleich. Danach erzähle ich was zu unserer neuen SSH-Schnittstelle, mit der wir noch mehr Informationen von aktuell Storage-Devices abfragen können. Aber theoretisch kann ich natürlich über SSH auch Backup-Server abfragen. Da erzähle ich ein bisschen was dazu, wie man das aktiviert, was das für Mehrwerte bringt. Dann ein kurzes Beispiel, dass wir jetzt unter anderem auch Wartungsfenster über unsere REST-API verwalten können. Da fangen wir jetzt langsam an, den Fokus hinzubringen, dass wir mit unserer REST-API noch deutlich mehr Automatisierung im Backup Eagle ermöglichen wollen. Und der erste Schritt war da einfach, die Wartungsfenster automatisch über die API anlegen zu können. Gut, dann machen wir auch noch eine kleine Live-Demo. Da zeige ich nochmal die Verbesserungen, die wir gemacht haben an unserem Tabellenbericht, in dem man sich ja frei Informationen zusammenklicken kann und darstellen kann. Da gab es einige Verbesserungen an den Formatierungen, wie man da gruppieren kann und
alles. Genauso zeige ich auch nochmal den Multi-Report. Den haben wir schon in 991 veröffentlicht. Aber das ist halt eben ein relativ großes und nachgefragtes Feature im Reporting. Deswegen zeigen wir nochmal, was kann ich mit dem Multi-Report machen? Was bringt der mir? Gut, dann springen wir auch direkt mal in den Veeam 12 Support rein. Relativ kurz nachdem Veeam 12 ja jetzt offiziell verfügbar ist, haben wir uns nochmal dran gemacht und den Backup Eagle komplett mit Veeam 12 durchgetestet. Die gute Nachricht, die aktuelle Version funktioniert mit Veeam 12. Man sieht alle Backup-Resultate, das Config-Doc funktioniert, die Serverkontrolle funktioniert. Hier steht jetzt noch, wird mit SR5, das wird in den nächsten Tagen veröffentlicht, unterstützt. Theoretisch geht das aber auch schon mit der jetzt verfügbaren Version im Kundenportal. Da ist nur eine Abfrage für unseren Occupancy Report nicht funktionsfähig. Also wer das jetzt unbedingt ganz schnell haben möchte, der muss sich bei uns einmal melden. Dann können wir die entsprechenden Anpassungen an den bestehenden Backup Eagle machen. Der einfachste Weg wäre, man wartet noch ein paar Tage, bis die SR5-Version veröffentlicht wird. Die lädt man dann runter und da sind die Anpassungen dann automatisch mit dabei. Das Schöne ist, Veeam 12 wechselt ja jetzt auf Postgres, wenn man es möchte. Die meisten werden wahrscheinlich noch auf MS SQL bleiben oder dann neue Veeam-Server auf Postgres installieren. Und das funktioniert ganz problemlos. Also egal, welche Datenbank man unter dem Veeam hat, das macht für den Backup Eagle erstmal so keinen Unterschied. Gut, dann kommt es auch schon zum nächsten Feature. Das sind die SSH-Datenabfragen. Die haben wir momentan eingerichtet für die Dell EMC ECS Appliances. Damit können wir jetzt bei den ECS-Systemen die Storage Utilization abfragen und dementsprechend natürlich in der Server Control auch die Storage Utilization überwachen. So. Jetzt sehe ich gerade, irgendwer sagt, dass Bild und Ton nicht funktioniert. Aber ich weiß es nicht. Wir haben eine Anfrage, dass irgendwie Bild und Ton nicht funktioniert. Jetzt weiß ich nicht, wie sieht das bei den anderen aus. Vielleicht kann einer kurz Feedback geben, ob Bild und Ton läuft. Björn, du hast die Übertragung ja gestartet. Genau. Ja, da kommt ja schon der Erste, der sagt, bei ihm ist alles okay. Ja, ganz viele. Okay. Alles klar. Gut, dann werde ich den Kunden, der da Probleme hat, aktuell nochmal supporten und dann, sorry für die Unterbrechung, dann Björn, kannst gern weitermachen. Gut, okay. Ansonsten, ja, wir zeichnen das Ganze ja auf, dann kriegt der Kunde noch eine Aufzeichnung zur Verfügung gestellt. Ja. Gut, ja, ECS, also Storage Utilization, können wir jetzt historisch dann natürlich Analysen draufziehen, in der Serverkontrolle natürlich überwachen. Ganz interessant ist, dass ECS liefert Performance Reports aus, die man direkt auf dem ECS-System eben triggern kann über SSH-Commands. Und die können wir jetzt natürlich abziehen und bei uns auch wieder in Reports und in Server-Checks verwenden und so auch die Performance-Überwachung des ECS in den Backup Eagle mit reinbringen. Dann haben wir jetzt die Möglichkeit bei Data Domain, die Data Domain eigenen Commands zu nutzen und den Output in den Backup Eagle zu bringen. Der größte Vorteil da ist, dass wir uns zum Beispiel in den File Location Report ziehen können
Und somit, da haben wir dann Informationen, wo liegen welche Dateien, wie viele Dateien habe ich überhaupt in meiner Data Domain und wie groß sind die einzelnen Dateien. Ja, dann kann ich also auf Basis dieser Informationen mir genauere Mengenauswertungen für meine Data Domain machen. Wenn ich also unterschiedliche Locations zum Beispiel habe, dann kann ich sagen, okay, ich berechne jetzt die Summe für jede Location, ja, über alle Files oder sowas und kann dementsprechend bessere Auswertungen bei der Data Domain anbieten. Gut. Für die Isilons können wir jetzt die Node Statistics noch auswerten. Ich habe es jetzt noch bei keinem Kunden gehört, dass er da Bedarf hat. Man sollte es sich aber, wenn man eine Isilon betreibt, sollte man sich die Geschichte mal angucken im Backup Eagle. Da haben wir einen Server-Check, meine ich, auf die Node Statistics der Isilon zur Verfügung gestellt. Jetzt gehe ich hier mal ganz kurz aus dieser, na, wenn ich es denn schaffe, aus dieser Präsentation raus, weil dann kann ich nämlich mal ganz kurz zeigen, wie sich das mit dem SSH in einem Backup Eagle darstellt. Ja, ich habe den hier schon mal aufgemacht. Das heißt, wir befinden uns hier im Server- und Device-Management, wo ich ja eben meine Backup-Server oder auch meine Storage-Devices anlegen kann und habe jetzt hier mal eine Data Domain aufgemacht und bisher hatten wir immer nur die SNMP, Credentials für die Data Domains, die wir hier ausfüllen mussten, wo wir dann gesagt haben, okay, Netzwerkadresse, die Community und dann kann ich das abfragen und kriege alle Informationen von der Data Domain. Jetzt haben wir darunter noch den SSH-Login aktiviert, wo ich dann mir auch wieder die Netzwerkadresse eintragen muss. Und hier kann ich dann sogar entscheiden, ob ich jetzt eine Public Key Authentication oder eine Passwort Authentication nutzen möchte und kann dann dementsprechend hier meine Credentials oder meine Key Files angeben. Interessant ist noch das Execute Directory. Ich habe theoretisch sogar die Möglichkeit, auf meinen Maschinen dann eigene Skripte auszuführen. Die kann ich also da ablegen und dann sage ich dem Backup Eagle, hier in diesem Execute Directory liegen deine Skripte und man kann die dann ausführen lassen vom Backup Eagle hier über diese Anbindung. Bei der Data Domain ist das eine etwas andere Geschichte. Die hat ja nicht den gesamten Linux Command Stack hier zur Verfügung, sondern hier kann ich nur über SSH Data Domain Commands ausführen. Deswegen brauchen wir da auch gar kein Execute Directory, weil man da auch nicht wirklich mit Skripten arbeiten kann. Bei anderen Maschinen, wie zum Beispiel in einem ECS, ist das gar kein Problem. Das Ganze ist auch nicht aktiv, wenn Sie ein Update machen, sondern wenn wir jetzt ein Update von einem bestehenden Backup Eagle machen, damit wir hier keine Probleme kriegen. Da Sie zum Beispiel, Sie haben die Data Domains angebunden und jetzt plötzlich will der Backup Eagle SSH Credentials. Das wäre natürlich unschön. Deswegen kann man die Data Domains auch weiterhin ohne SSH betreiben im Backup Eagle. Und wenn ich das nach einem Update, ohne dass ich jetzt eine neue Data Domain anlege, aktivieren möchte, dann kann ich hingehen, gehe aus der Server- und Device-Verwaltung raus und gehe über Settings Server Device Class Management an die Data Domain Klasse, die ich mir dann hier raussuche. Und hier kann ich einstellen, welche Schnittstellen ich mit der Data Domain bedienen möchte und dann mache ich hier einfach einen Haken, requires SSH, sage okay, speichere das und dann erst kommt in der Data Domain hier unten dieses SSH-Login und ich kann das dann ausfüllen. Das heißt, ich kann meine Vorbereitungen machen, wenn ich das nutzen möchte. Wie gesagt, bei Data Domains, das nutzen wir jetzt als Beispiel, da habe ich diesen File Location Report.
wenn ich sage, der interessiert mich überhaupt nicht und ich möchte den Aufwand für SSH jetzt nicht betreiben, lasse ich es nach dem Update einfach so weiterlaufen und fasse die Data Domains gar nicht an. Funktioniert auch. Gut. Das zum SSH-Thema. Und dann springen wir mal wieder rein. Björn, kurze Zwischenfrage. Chatmeldung sehe ich aktuell nicht. Vielleicht kannst du mich freischalten, dann kann ich Fragen beantworten. Danke dir. Du siehst keine Chatmeldung, also im Chat. Oder du siehst auch keine Fragen oder was? Genau, ich sehe aktuell keine Fragen. Dann kannst du ja gleich mal gucken, ob du mich da freischalten kannst, damit wir die beantworten können. Ja. Danke dir. Vielleicht kann ich dich hier zum Organisator ernennen. Ich hoffe, dass du jetzt Fragen sehen kannst. Ich sehe auf jeden Fall, dass hier Kollegen vorhin über die Fragen uns gesagt haben, dass das Ganze funktioniert. Genau, ich sehe die Fragen jetzt und dann kann ich darauf eingehen. Danke dir, Björn. Gut, okay. Also ich habe auch gesehen, da kam schon eine Frage. Stefan, die kannst du ja vielleicht gleich dann entweder im Chat beantworten oder kannst gerne hier noch reingrätschen. Gut. Ich bin dran. Alles klar. Gut. Jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Wartungsfenster per REST API verwalten. Ich habe hier einfach mal zwei Curl-Beispiele in die Präsentation gebracht. Also ich kann jetzt alle angelegten Wartungsfenster im Backup Eagle abfragen über dieses Get-Command. Genauso kann ich aber auch eben neue Wartungsfenster an den Backup Eagle schicken. Da gebe ich dem dann ein JSON-Objekt, in dem verschiedene Informationen hinterlegt sind, schicke ich an den Backup Eagle und der legt damit ein Wartungsfenster an. Da kann ich dann auch Einstellungen machen, wie wenn ich jetzt zum Beispiel ein Wartungsfenster für einen Node oder Client anlege, kann ich dort dann eben kontrollieren, wenn jetzt fehlerhafte Backups innerhalb dieses Wartungsfensters kommen, bitte ignoriere mir die, oder wenn ich jetzt zum Beispiel einen Backup-Server in Wartung setze, dass die Server-Check-Meldungen nicht als Fehler angezeigt werden in diesem Wartungsfenster, ja, um weniger Probleme und Falschmeldungen da zu generieren. So. Ich kann theoretisch auch Wartungsfenster löschen, das habe ich jetzt aus Platzgründen hier nicht mit reingemacht. Das ist eigentlich auch nur ein ganz normales Curl-Command. Steht auch alles im REST-API-Handbuch. Dort sind auch diese Curl-Beispiele nochmal hinterlegt. Und wir haben, glaube, das haben wir schon online, wir haben ein, ich meine, auf GitHub haben wir auch Python-Beispielskripte zur Verwendung der REST-API noch hinterlegt. Die kann man sich auch immer angucken und dort ist dann direkt ein Skript, das kann man dann nach seinen Bedürfnissen anpassen und kann diese Skripte dann direkt verwenden, um mit Backup Eagle da zu sprechen. Gut, und dann geht es auch direkt in die Live-Demo. Das heißt zwei Themen, einmal den allgemeinen Tabellenbericht und dann einmal nochmal den Multi-Report, was kann ich eigentlich mit dem Multi-Report machen, wenn ich mehrere Themen in einem Bericht zum Beispiel unterbringen möchte. Gut. So, dann gehen wir wieder hier in meinen Backup Eagle rein, hier vorbereitet habe. Ich war ja fleißig, deswegen haben wir hier jetzt schon drei Reports zum Thema Webinar. Ja. Ich habe einen allgemeinen Tabellenreport, dann habe ich einen Multi-Report und hier unten habe ich nochmal für die Veeam-Kunden, die ich ja auch schon hier mit Veeam 12 angesprochen habe, habe ich auch nochmal einen neuen Report, den wir jetzt mit 992 reingebracht haben.
TSM und Networker-Kunden sind da verwöhnt. Die haben solche Occupancy-Reports schon. Die können die Sicherungsmenge für jeden Client oder jeden Node schon in Reports abfragen. Bei Veeam war das immer etwas schwierig. Das haben wir jetzt neu hinzugebracht und können jetzt hier Auswertungen machen über die Backup-Menge für jede VM in einem Veeam-Server. Ja, hier auch schön mit grafischen Verlaufsanzeigen. Das heißt, ich sehe, wie viel Speicher hat denn eine VM auf meinem Veeam-Server verbraucht und kann hier auch Wachstums- oder Verkleinerungsraten erkennen. So, das nur ganz kurz nochmal für die Veeam-Kollegen. Dann fangen wir hier oben auch direkt an mit einem Custom Table Report oder allgemeinem Tabellenbericht, wie im Deutschen dann heißt. Nicht jeder von Ihnen hat diesen Report wahrscheinlich mal ausprobiert, weil der doch sehr, man braucht einen wirklichen Anwendungsfall. Wir liefern ja meistens vorgefertigte Reports, die schon fast alle Anwendungsfälle abdecken. Wenn man das nicht findet, kann man eben über diesen allgemeinen Tabellenreport sich selber etwas zusammenbauen. Und ich habe mir gedacht, okay, wir haben jetzt neu mit der 992 das SSH-Interface eingeführt. Das heißt, ich nutze jetzt wieder meine Data Domain, nutze den File Location Report und baue mir darauf eine Tabelle, die mir die größten Dateien je nach Anlagedatum sortiert zeigt. Da habe ich jetzt hier in diesem Report einen Tab Query. In diesem Tab kann ich immer einstellen, was ich in meinem allgemeinen Tabellenreport sehen möchte. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit auszuwählen, welche Daten möchte ich in diesem Report haben. Das heißt, ich sage hier, Data Domain File Location interessiert mich, deswegen nehme ich das. So, und dann kann ich sagen, hier Configure Columns. Wenn ich das weglasse, kriege ich einfach die Daten so, wie der Backup Eagle sie bekommt von der Data Domain, werden so in eine Tabelle formatiert und dann in einen Report gemacht. Wenn ich sage Configure Columns, kann ich jetzt sagen, okay, ich möchte nur gewisse Spalten aus dieser Abfrage in meinem Report sehen. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel nur drei Spalten hinzugefügt. Wenn ich hier sage Add, kann ich hier noch weitere Spalten wie die Location oder auch Backup Eagle eigene Custom Values noch hier hinzufügen und kann meine Spalten auch konfigurieren. Das heißt, ich kann hier Sortierungen vornehmen, aufsteigend, absteigend. Die Sortierung kann ich auch über alle Spalten jeweils in einer Order nehmen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel so Geschichten machen, wie dass ich erst nach Server sortiere, alphabetisch, und dann die Backups nach ihrer Größe oder die VMs nach ihrer Größe sortiere. Ja. Hier unten habe ich noch Formateinstellungen. Da kann man No-Format, Auto-Format oder Manual-Format auswählen. Das zeige ich mal anhand der Size-Spalte. Die Size-Spalte liefert mir natürlich die Dateigröße hier in diesem Szenario. Und dann bin ich hier einfach hingegangen und habe gesagt, okay, ich möchte jetzt ein Auto-Format. Dann wählt der Backup Eagle automatisch aus, ob ich da jetzt eine Datei habe, die 3 GB groß ist. Dann wird der Backup Eagle die Einheit Gigabyte formatieren. Wenn das aber nur eine Datei ist, die 5 MB groß ist, wird er in der nächsten Zeile die Datei, die dann 5 MB groß ist, mit MB am Ende formatieren. Wenn ich jetzt sage, okay, das ist mir aber, ich möchte diesen Report weiterverarbeiten, kann ich auch ein Manual-Format geben und dann kann ich sagen, bitte alles sofort fest als GB formatieren. Ja. Dann kriege ich alle Mengen, egal wie groß oder klein die sind, als
Gigabyte formatiert. Das wäre bei 5 MB natürlich irgendwas, 0,0 irgendwas. Ja, genauso kann ich hier Summen bilden und ich kann Gruppen bilden. Das zeige ich gleich mal. Ich zeige mal, wie dieser Report jetzt aufgrund dieser Konfiguration aussieht. Das habe ich hier schon mal vorbereitet einmal. Das heißt, man muss sich jetzt hier nicht erschlagen lassen. Hier sind VMDK-Dateien gesichert worden in die Data Domain, die 50 Gigabyte groß sind teilweise. Und ich habe das Ganze sortiert nach der Placement Time. Das heißt, wann wurden diese Dateien in die Data Domain reingesichert? Und innerhalb dieses Datums habe ich die dann auch noch nach Größe sortieren lassen. Das heißt, ich kriege für den 21.02. habe ich zwei Dateien, die sind 50 Gigabyte groß und eine Datei, die ist nur 16 Gigabyte groß. Ausgefiltert, das sehe ich dann hier oben immer, das kennen Sie ja aus allen anderen Reports. Wir haben immer eine Filterbeschreibung drin, das heißt, ich habe alles rausgefiltert, was kleiner als ein Gigabyte ist, damit ich hier jetzt nicht noch irgendwelche Kilobyte-Dateien habe, sonst wird der Report zu groß. Mich interessieren ja hier nur die großen Dateien und wann sind die hier reingekommen und wie heißen diese Dateien. Gut, so, das Schöne ist, ich könnte jetzt hier auch hingehen und sagen, jetzt nehme ich diesen Report und sage, ja, mich interessiert jetzt eigentlich nur, dass ich große Dateien habe und wie groß die sind. Welche Dateien das sind, das interessiert mich nicht. Dann gehe ich hier einfach mal hin, kann entweder sagen, ich mache diese Spalte jetzt unsichtbar oder ich remove sie ganz und dann kann ich hier mal einen Test ausführen. So, und dann habe ich ganz schnell nur noch zwei Spalten, einmal die Placement Time und die Size, und kann so eben arbeiten und sagen, okay, ich möchte hier was sehen. Was ich auch immer machen kann, ist, ich kann im Report auch noch schöne Anpassungen vornehmen, wie zum Beispiel, dass ich hier jetzt einfach sage, Test 1, 2, 3, und dann heißt die Spalte im Report, wenn ich ihn jetzt ausführe, Test 1, 2, 3. Das heißt, ich bin nicht darauf beschränkt zu sagen, okay, die Data Domain liefert diese Spalten. Vielleicht sind die komisch benannt, weil da irgendwelche Kürzel drin sind. Ich möchte das Sprechende haben, dann kann ich das manuell auch alles modifizieren und anpassen. Gut. Das Schöne an diesem Report ist auch, ich kann diesen Report ja auch in meinem Multi-Report verwenden. Der Multi-Report, der bietet mir die Möglichkeit, alle im Backup Eagle verfügbaren Reports zu nehmen und zu kombinieren. Ja, ich kann jedes Thema mit einem anderen hilfreichen Thema kombinieren und das mache ich folgendermaßen. Ich gehe hier in meinen Multi-Report rein, wo ich jetzt mal beispielhaft die monatlichen Kennzahlen zum Thema Backup zusammensammle. Da habe ich dann hier einen Tab Sub-Reports. In dem Tabellen-Report hatten wir hier ja einen Tab Queries. Ja, hier im Multi-Report heißt der Tab jetzt Sub-Reports und ich kann wieder meine entsprechenden Einstellungen machen. Und jetzt habe ich hier eine Tabelle, in dem ich sagen kann, okay, hier adde ich jetzt oder bearbeite ich jetzt neue Reports, die in diesem Report als Sub-Report hinzugefügt werden. Das kann ich dann zum Beispiel hier über Add machen. Dann komme ich in meine normale Anlegestruktur vom Backup Eagle rein, kann sagen, okay, mich interessiert jetzt das Thema Backup und Restore. Hier habe ich wieder alle Reports, die der Backup Eagle mir zusammen bringt und dann könnte ich hier zum Beispiel eine Monatsauswertung über die Runtime noch nehmen, sagen Save und dann hätte ich hier einen neuen Report, der zusammen mit den anderen drei Reports hier reinkommt.
Ich zeige mal ganz kurz, wie es jetzt aktuell aussieht in der Konfiguration, die ich hier gemacht habe. Ich habe hier zum Beispiel einmal eine Data Domain Jahresauswertung gemacht. Da zeige ich, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, ich kann über die Sections in jedem Report mir Anzeigen ausblenden. Hier habe ich zum Beispiel jetzt diese Filteranzeige, die wir sonst immer oben drüber haben, rausgemacht und ich zeige mir bloß hier zwei Grafiken in diesem Report an. Und ich habe den auch schon mal ausgeführt, das heißt, wir können uns den hier mal angucken. Bei dem Multi-Report nutze ich ganz gerne HTML, weil dann muss ich nicht so viel blättern. Wenn ich viele Reports in einem habe, in einem PDF-Dokument, sorgt das natürlich für viele Seiten. Da ist ein HTML-Dokument angenehmer. Genauso, wenn ich das jetzt per Mail verschicke, ja, direkt im Outlook die E-Mail angeguckt. Ich sehe direkt meine Grafiken im E-Mail-Programm. Ist angenehmer, als jetzt noch eine extra PDF zu generieren. So, dann sehe ich hier oben, okay, monatliche Kennzahlen Backup, ich habe meinen Titel hier drin und dann kommt direkt meine Backup Compliance als Grafik rein. Da sehe ich hier in meinem Testsystem, wir sind nicht wirklich gut. Unsere OK-Sicherungen bewegen sich alle immer grundsätzlich unter 75% Erfolgsrate. Das ist tragisch, wenn das ein produktives System wäre. Ja, bei Ihnen wird das natürlich deutlich anders aussehen, wenn ich so einen Compliance-Report erstelle und dann meinen Schwellwert, der steht hier, diese blaue Linie auf 80%. Ich gehe mal davon aus, bei Ihnen allen wird das hier oben irgendwo in der oben drüber anfangen, rot zu werden und der Rest wird grün sein. So, dann habe ich hier unten noch eine schöne Information reingekonfiguriert und zwar einfach mal die Gesamtzahl aller Backups, die gelaufen sind im letzten Monat, als Grafik dargestellt. Da sieht man auch, dass das hier Testsysteme sind, die sehr große Schwankungen verursachen. Mal wird da viel gesichert, mal wird da so gut wie nichts gesichert. Bei Ihnen wird es wahrscheinlich so aussehen, dass Sie meistens an den Wochenenden Peaks haben mit mehr Backups und unter der Woche immer so ein relativ gleichmäßiges Fenster an Backups. Gut, und hier unten habe ich dann noch eine Jahresauswertung für die Data Domain rangepackt, damit ich meinem Abteilungsleiter sagen kann, hier bitte über das letzte Jahr ist so und so viel Sicherungsmenge in unsere Data Domain reingelaufen. Wir haben so und so viel Kapazität, davon ist jetzt aktuell so und so viel belegt und so weiter und so fort. Ja, diesen Report habe ich in ein paar Minuten zusammengeklickt. Er besteht effektiv aus drei Reports, die ich mir schön konfiguriert habe, die ich halt in einem Multi-Report zusammen jetzt nutzen kann. Interessant ist auch, ich habe hier auch mehrere Zeiträume. Also hier unten die Data Domain, die läuft eben auf ein ganzes Jahr. Ich habe eine Jahresauswertung. Hier oben drüber habe ich eine Monatsauswertung. Hier habe ich nochmal eine Monatsauswertung. Und ich könnte jetzt, wenn ich zum Beispiel hingehe und sage, okay, ich möchte jetzt noch einen Tagesreport hier reinhaben, könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich mache jetzt hier noch einen Backup-Report, der mir zum Beispiel sagt, okay, Backup Results Detailed. Ich möchte jetzt nur fehlerhafte Backups haben in meinem Bericht. Dann kann ich hier noch sagen, okay, ich filtere jetzt hier eigentlich alles aus und möchte bloß eine Overview-Tabelle haben, die mir so die Gesamtzahl für den heutigen Tag anzeigt. Dann brauche ich hier auch gar nicht viel mehr machen. Jetzt ist das automatisch ganz ans Ende geschoben. Jetzt kann ich das hier noch nach oben schieben, damit ich sage, okay, das will ich mir zuerst angucken. Dann machen wir mal einen Test, gucken uns das an. Dauert jetzt eine Minute. Wir ziehen ja auch Jahresdaten teilweise. Und dann habe ich hier oben meine Auswertung für den heutigen Tag. Ja, 333 fehlgeschlagene Backups über
einen Mail-In-Server, oben ein fehlgeschlagenes aus dem Cohesity. Ja, und das integriert sich dann nahtlos in meinen Multi-Report rein. Gut, das soll's auch schon gewesen sein. Wir haben natürlich immer ganz viele kleine Verbesserungen noch, die vielleicht auch für den einen oder anderen Kunden wichtig sind. Das Ganze kann man sich immer angucken. Wenn man sich die neue Backup Eagle Version runterlädt, haben wir grundsätzlich in der Dokumentation immer noch die aktuellsten Release Notes. Und ich empfehle immer mal, zumindest einmal kurz drüber zu gucken über die kleineren Verbesserungen. Da haben wir so eine Tabelle mit ganz vielen kleinen Verbesserungen. Und wenn für einen da was dabei ist, springt das meistens ganz schnell ins Auge. So. Björn, ich habe noch eine Zwischenfrage. Da ist ja auch immer aktuelles Thema, merkwürdiges Verhalten bei Backups zu finden. Vielleicht gibst du noch mal kurz einen Hinweis auf unsere Konsistenzregeln. Ja. Und dann haben wir noch eine Anfrage mit dem Biggest File Report, den du gebaut hast, dass wir noch mal drauf gucken können, ob wir schauen, ob das eine physische Menge oder eine logische Menge ist. Da könnte ich dann gleich noch was dazu sagen, wenn du den Report noch mal zeigst. Genau, wenn ich jetzt, dann gehe ich noch mal hier rein in den Biggest Files Report. Tatsächlich, also das ist nicht die physische, also nicht die im in der Data Domain physisch so gespeicherte Menge, sondern diese Datei wäre, wenn ich sie jetzt aus der Data Domain raushole, 50 Gigabyte groß. Genau, da noch als Info. Wir können jetzt ab der Version auch abfragen für jedes Networker SafeSet, die, also sofern es denn auf einer Data Domain gespeichert ist, die logische Größe, aber auch die physische Größe. Da gibt es dann auch entsprechende veränderte Collector-Abfragen. Die MM-Info-All-Abfrage wurde da zum Beispiel erweitert, sodass man dann auch da eigene Reports dazu zusammenbauen kann. Genau. Das noch als Anmerkung dazu von mir. Die andere Frage war etwas zu merkwürdigem Verhalten im Backup. Das heißt also, die Konsistenzregeln im Backup Eagle, also wie genau. Erkenne ich zum Beispiel, dass ein Backup plötzlich hat eine Deduplizierungsrate, die immer sehr, sehr gut ist und plötzlich bricht die Dedup-Rate ein oder die Kompressionsrate bricht ein. Und ich kann damit zum Beispiel den Verdacht auf eine Ransomware-Attacke identifizieren. Ja, das kann ich noch mal ganz kurz zeigen. Da gehe ich über die Settings Consistency Rules und da liefern wir grundsätzlich immer Beispiele mit aus für unsere verschiedenen Konsistenzregeln, mit denen ich solche Erkennungen machen kann. Ja, da sieht man hier schon, ich habe hier oben Invalid Value, Backup Amount 0 Byte. Die Bedienung ist, wie auch bei unseren Neubewertungsregeln oder nicht gestartet Regeln, hier oben immer der Filter. Auf was möchte ich diese Regel anwenden? Das heißt, ich kann hier meinen Backup-Server oder meine Node-Client-VM-Namen eintragen und dann sagen, okay, diese Regel soll nur dafür gelten. Und hier unten kann ich dann zum Beispiel einstellen, dass wenn ich ein Backup habe, was nicht mindestens ein Byte Sicherungsmenge produziert, möchte ich mir das hier als Fehler markieren lassen. Natürlich gibt es Backups, da wird nichts gesichert. Das ist nur der Ausnahmefall. Und in den meisten Fällen ist es ja so, da muss mindestens eine Datei oder irgendetwas gesichert werden und deswegen 0-Byte-Backups, selbst wenn die keinen Fehler erzeugen, könnten die eben verdächtig sein. Kann man hier über diese Konsistenzregel, wenn ich die jetzt hier aktiviere, könnte ich das damit erkennen. Dann kann ich auch zum Beispiel eine Erkennung anschalten,
dass ich mir eine durchschnittliche Backup-Menge im Backup Eagle ermittle, hier zum Beispiel über eine Woche, und dann sage, wenn jetzt meine Backup-Menge abweicht plötzlich um 100 oder um 1000%, das heißt also, ich habe beim Backup, das ist jetzt von gestern auf heute oder die Gesamtmenge im Durchschnitt der letzten Woche und jetzt heute habe ich plötzlich 1000% Wachstum in der Backup-Menge, möchte ich auch einen Alarm haben. Ich kann hier aber auch noch auf die Laufzeit gehen oder auch auf die Anzahl Dateien. Das würde ja bedeuten, wenn ich zum Beispiel eine Ransomware-Verschlüsselung auf diesem System laufen habe gerade, die ganzen Dateien würden neu gesichert werden, weil plötzlich alle Dateinamen vielleicht anders sind oder die Dateien haben sich eben verändert. Das heißt, ich habe hier drei Indikatoren, die ich nutzen kann, ja, die alle bei einer Ransomware auch anschlagen würden. Ja, die Runtime würde natürlich hochgehen, weil ich ja plötzlich viel mehr sichere, genauso wie der Backup-Amount oder die Anzahl Dateien. Ja, und ich kann natürlich auch mehrere von diesen Regeln anlegen, auch mit unterschiedlichen Einstellungen. Ja, und ich kann auch sagen, ich könnte hier sogar auch absolute Werte angeben, dass ich sage, immer wenn ich plötzlich irgendwie 50 Gigabyte von einem auf den anderen Tag mehr sichere, dann möchte ich hier einen Alarm haben, damit ich darauf reagieren kann. Gut, interessant an den Konsistenzregeln ist auch noch, dass man hier auch das Gegenteil machen kann. Das heißt also, ich kann hier nicht nur sagen, hey, da ist eine Ransomware oder das Backup hat 0 Byte, das hat nicht funktioniert. Ich kann auch das Gegenteil machen und kann zum Beispiel auch Backups wieder heilen. Das ist eine ganz gute Idee, wenn man zum Beispiel Retries im Veeam hat oder wenn man Datenbank-Log-Dateien sichert, die regelmäßig fehlschlagen, aber nach 15 Minuten kommt eine neue Sicherung, dann kann ich hier zum Beispiel auch sagen, dass sich diese Backups gegenseitig heilen können, wenn sie in einem Zeitfenster von hier in dieser Einstellung von 2 Stunden reinkommen. Gut. Stefan, gab es sonst noch Fragen? Ja, Björn, noch vielen Dank für den kurzen Exkurs. Also sonst sind jetzt, glaube ich, alle Fragen beantwortet. Es gab noch eine Frage zum Thema Replication in Data Domain. Du könntest ja noch mal in die Collector-Abfragen gehen. Da habe ich gesehen, wir haben schon 3 Abfragen, wo wir Informationen zur Data Domain Replication sammeln, also auch Replication History, da kann ich zum Beispiel sehen, ob wann zuletzt erfolgreich repliziert wurde, da habe ich Replikationsmengen etc. drin und Replication Config, also wie die Beziehungen dort sind und diese Informationen kann ich mir natürlich dann zum Beispiel auch in der Device-Kontrolle in einem Widget darstellen lassen. Also da haben wir jetzt noch keins da, aber wir können gerade, ob wir dazu einen Report haben. Ja, aber das wäre, sag ich mal, ein Punkt, wo wir sagen könnten, das lässt sich ja relativ leicht über den Custom Table Report einbauen oder genau. Man könnte halt ein Widget dazu machen. Genau. Also dann gibt es gerade noch eine Frage, Backup-Größenvergleich. Ob man Full Backups nur mit Full Backups vergleichen kann, das geht. Da gibt es noch eine erweiterte Möglichkeit, da kann ich dann wählen, also bei allen Backup-Systemen, die halt mit Full arbeiten, dass halt auch wirklich die gleichen Level nur verglichen werden. Also dass man hier nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Das genau, ich kann hier auswählen, Full, Incremental, für die Networker-Jungs auch noch Safe-Set-Level von 0 bis 9. Genau. Ich könnte theoretisch sogar Restores miteinander vergleichen. Ich glaube, das macht wenig Sinn. Aber hier haben wir natürlich alle möglichen Safe-Set-Level oder Backup-Arten, die im Backup-Eagle so möglich sind, drin. Und dann kann ich sagen, okay, bitte nur die Fulls mit den Fulls vergleichen. Finde ich eine sehr gute Frage. Macht ja auch nur Sinn, weil wenn ich das Incremental mit dem Full vergleiche,
ist klar, dass ich da einen Riesenunterschied habe. Ja. Super. Ja, vielen Dank, dass du es nochmal gezeigt hast. Gut, aktuell haben wir jetzt keine Fragen. Wir stehen jetzt noch ein bisschen für Fragen zur Verfügung. Ansonsten hätten wir den offiziellen Teil des Webinars jetzt beendet. Wir danken allen Teilnehmern für die, ja, für das Interesse. Wir freuen uns, dass so viele viele Interessierte da waren und hoffen natürlich, dass wir auch was Spannendes zeigen konnten. Wie gesagt, wir sind jetzt noch hier 5 Minuten online für Fragen etc. Und dann werden wir auch die Session komplett schließen. Das heißt, alle, die sich jetzt schon ausklinken möchten, denen wünschen wir noch eine schöne Woche. Bleiben Sie gesund und dann hoffentlich bis zum nächsten Webinar auch wieder. Ja, von mir auch nochmal danke. Ich wollte noch ganz kurz den Hinweis geben. Ich habe es jetzt gerade nochmal aufgemacht. Kundenportal, die aktuellste Versionsnummer ist die 99259. Ja, damit kriegt man alle neuen Features. Die Dokumentation ist bei dem Download inklusive. Das kennen Sie ja alles. Ja. Wer seine Zugangsdaten vergessen hat, wir haben einen schönen Passwort vergessen Button und ja, ansonsten, wenn da Probleme sind, einfach direkt ansprechen. Wir haben gelegentlich auch Kunden, da funktioniert das mit den Firewall-Freischaltungen nicht so. Da kriegen wir aber immer Lösungen hin, dass wir die Version zur Verfügung stellen. Dann soll es das auch von mir gewesen sein. Danke.